Grüß dich. Es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Also so wie jeden anderen Professor in allen anderen, Generationen. In jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Mampfwachse. Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Bitte wähl mal dein Foto aus. Ich habe so viele, junge Menschen gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wer du eigentlich bist. Hast eine große Sammlung hier an Menschen fotografiert. Also, eigentlich bin ja das hier ich. Weiß nicht, von wo du die anderen Bilder hast. Das hier bin ich. Wie heißt du denn? Ja, wollen wir dich erstmal fragen, ob du ein junger Mädchen bist? Ja, okay, das wissen die anscheinend mittlerweile. Bessere Augen bekommen. Gut. Mein Name soll sein Maike. So. Dein Name lautet also Maike, richtig? Richtig. Verstehe, Maike heißt also. Das ist aber mein schöner Name. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Ist das ein Freund? Ist das nicht irgendwie dieses kleine Kitty, was mich immer genervt hat in der Schule? Ach, komm, dann sind wir halt Freunde, warum nicht? Verrätst du mir auch seinen Namen? Als ob ich mich auch an seinen Namen erinnern kann. Wie heißt dein Freund? Dirk Arnold Armin Bastian. Ja, keine Ahnung, dann heißt er halt Patrick. Das war doch dieser eine Patrick da. Ja, ja. Eine Patrick. Ja, komm mit CK. Der wird doch schon sein. Ja, ja. Maike, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Ja. Let's go. Ins Licht. Oh, das hört sich aber nicht so krass an. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Was, ein Shiny? Das rote Gyarados scheint sich dem entmutigten Team Paru nicht zeigen zu wollen. Ein Shiny Gyarados. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem shiny roten Gyarados nach Red Apo Red wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle, wo wir uns dann statt Apo Red Leon Marché anschauen. Warum auch immer ich mir das gebe. Und hey, willkommen zu Pokémon! Einem Remake von Diamant und Perlen namens Brilliant Diamond Shining Pearl oder auf Deutsch strahlender Diamant und leuchtende Perle. Wir spielen leuchtende Perle. Man kann mit Stick oder man kann mit Steuerkreuz sich bewegen, aber mit Steuerkreuz ist komplett abgehakt. Die drehen sich nicht mal. So drehen sie sich. Also nehme ich mal das, wie sie sich drehen, ja. Der größte Unterschied zu diesem Remake, was man sofort sieht, ist, dass es krass chibihaft gestaltet ist. Und anfangs war ich ziemlich skeptisch. Dachte, es sieht ein bisschen lame aus, wie so ein Bootleg-Handy-Game, aber mittlerweile bin ich bereit, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Vor allem, weil die letzteren Trailers mich schon ein bisschen überzeugt haben, das Spiel mir doch zu holen. Da steht die neueste Videospielkonsole, eine Nintendo Switch Trademark. Wow, toll. Ja, da fährt es aus, wir wollen kein ASI TV mehr schauen, nee. Lieber nicht. Du wirfst einen Blick auf den PC. Grundwissen über Pokémon. Ja, für die Leute, die noch nie in ihrem ganzen Leben was von Pokémon gehört haben. In dieser Welt leben Menschen und Pokémon Seite an Seite. Personen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Und dann schickt man sie später in Bälle rein und hat dann Spaß mit denen. Auf jeden Fall. Der X-Knopf öffnet das Menü. Boah. Okay.
Das ist cool. Also, ja gut, es sieht komplett anders aus. Eigentlich habe ich erwartet, dass es jetzt rechts so aufploppt, aber jetzt ist das hier so... Es ist nicht schlecht. Aber gucken wir uns doch erstmal die Einstellungen an. Ja, Texttempo ist mal 3, so wie immer. Oh, es gibt Motive, so wie damals. Oh, das ist ja... Das ist ja super. Gibt's auch Retro? So Gameboy-haft? Hm. Wir wollen natürlich schön zu... das sieht schön aus. Lassen wir es erstmal auf 1. Wechseln wir mal irgendwann die nächsten paar Folgen. Wir wollen erstmal den Anfang noch gleich halten. Aha, aha, aha. So, wir gucken mal ganz kurz die Einstellungen, weil die interessieren mich tatsächlich ein bisschen. Ich hoffe, die Musik ist laut genug. Sonst, wenn irgendwas nicht... Ernsthaft? Sonst, wenn irgendwas nicht passt, wird das ab Folge 2 sowieso verbessert. So. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen anfangen, unser Abenteuer. Hä? Was für eine Mutti jetzt von uns? Maike, Patrick war eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend oder so. Okay. Du guckst hier was? Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Showstar dieses Klugheitswettbewerbs im Anfängerrang ist Kay, ein Anfassungsschar, auftritt mit einem vor Klugheit nur so sprühenden Pokémon. Das war's für heute. Bis dann und ciao! Okay. Du weißt ja, wie ungeduldig Patrick ist. Ehe ich ihn fragen konnte, worum es genau geht, war er auch schon wieder weg. Ah, nicht so nett von ihm. Gibt's noch was zu fressen, bevor ich gehe? Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsnachtisch. Hm, okay. Hier bereitet Mama all ihre leckeren Gerichte zu. Was macht sie denn? Sieht aus wie Kekse. Oh ja, zu Weihnachten passt. Die Küche ist so blitzeblank, dass man sich im Fußboden spiegelt. Oh ja. Wishy washy, wishy washy. Alles blitzeblank. Nach etwas, halte dich vom hohen Gras fern, Maike. Das sind brutale Biber und Tauben, die dich... Naja, die verschleppen dich halt. Das wäre sehr kritisch, wenn du da einfach ohne ein eigenes... Pokémon rüberlaufen würdest. Also lass es einfach. Ja, okay. So. Und hier sind wir in Zweiblattdorf. Ich liebe diese Spiele. Diamant und Perl damals waren tatsächlich gar nicht mal so gut. Aber Platin, so die dritte Edition der Gen. Meine Güte, eins der allerbesten Spiele auf der ganzen Welt. Mein lieber Scholli, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich meine, du kannst jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Und das völlig drahtlos. Ja, kannst du mal sehen, wie weit wir gekommen sind, ja? Von Wi-Fi zu Internet. Nintendo hat dazugelernt. Das ist doch schön. Gehen wir einfach mal in fremde Häuser rein. Hoffen, dass wir irgendwas bekommen. Habe ich recht, Omi? Hast du schon das Neueste gehört? Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er 4 lange Jahre nicht mehr in der Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das ein oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat? Maybe. Hey, Maike, ich will ein niedliches Pokémon haben. Ich auch. Hätte sehr gerne ein niedliches Pokémon. Oder halt irgendwas Gutes. Zweiblattdorf, wo die jungen Triebe sprießen. Bist du auch ein junges Spries? Ja, es stimmt schon. Und stimmt auch, dass jede Pokémon ab und an Menschen angreifen. Doch letztlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sich gerne mit uns anfreunden. Ja, entweder sie sind wild. Wollen uns brutal auseinanderfetzen. Oder? Sie sind ganz nett. Und wir sind brüderlich. Hand an Hand. Gehst du dich wieder mit Patrick treffen? Ja, ihr zwei seid ja echt dicke Freunde, ne? Echt? Boah, Amnesie trifft mich gerade. Bin ich wirklich schon so lang? Wo wohnt er? Hier? Haus von Patrick. Ja, muss er wohl hier wohnen. Boah! Rums! Ah! Oh, die Musik. Was? Wie? Oh, hey, Maike! Hör mal, ich geh zum See! Und du auch? Worauf wartest du noch? Beeil dich, zack, zack! Ich stell dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist! Ich hab dich gewarnt! Das ist ein bisschen unangenehm. Ich hab was vergessen. Ha, ich bin schneller! Ich kann nicht mehr rennen. Na, komm, dann egal. Wenn ich nicht mehr rennen kann, dann hat er sowieso gewonnen. Was hast du denn vergessen? Warte, hat er denn vergessen? Ja. Oh, schon nicht zu sehen, Maike. Das ist bestimmt Patrick, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kam kurz darauf auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Von wem hat er das denn bloß?
Von Baba oder von dir? Vermutlich. Ich nehme besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit und meine Hände. Ah, oh, hi! Maike! Los! Nichts mehr auf zum See! Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns an unterwegs und trödeln ja nicht rum, sonst werden 10 Millionen Bugedaler Strafe fällig. Ich habe extra auf dich gewartet, du undankbarer. Warum sind wir nochmal Freunde? Soll mich nur. Ja. Ja, okay. Ja, speichern kann man, mehr steht da nicht. Ja, mehr weiß er auch nicht. Naja, gut. Okay. Ich habe ja sowieso keine anderen Hobbys, also. Vielleicht finde ich ja ein Pokémon, was ich endlich mal für mich selber beanspruchen kann, wenn ich Patrick folge. Habe ich recht? Hallo Maike, suchst du Patrick? Der kam mir eben vorbeigedüst. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein, wenn du dich beeilst. Ja, ich hätte dich sowieso nicht alleine gehen lassen. Echt nicht? Dann will er mir irgendwas Besonderes zeigen wahrscheinlich. Sag mal, du hast doch auf den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, suche nach dem roten Garados. Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Ja, das ist irgendwie ein komischer neuer Prank auf YouTube, keine Ahnung. Ah, das hat mir aber auf eine Idee gebracht. Ja, und weißt du, was wir zwar jetzt machen? Wir ziehen los und suchen ein cooles Pokémon im See. Wir haben hier nämlich einen See. Ja, echt? Hä? Oh Gott, ist das schlecht. Oh Gott. Warum hat er so spitze Haare? Oh Gott. Ja, wie gesagt, Diamant und Perl, vor allem Platin, also generell Gen 4, sind mir sehr, sehr wichtige Spiele. Deshalb, ich gebe denen eine große Chance, indem ich dieses Spiel Let's Play Wahrheitsufer. Okay, hier soll ein seltenes Pokémon sein, sagst du? Kann ich nicht mit dir reden? Doch. Hey, wenn wir einem Pokémon begegnen, werde ich es irgendwie fangen. Ich will nämlich ein Pokémon-Trainer werden. Du weißt doch, was ein Trainer macht, oder nicht? Er sorgt dafür, dass Pokémon kämpfen und so ein Zeugs halt. Ja, ich habe selber keine Ahnung. Irgendwie kämpft die halt. Ja, hast du ein bisschen Boxing zu viel gesehen im Fernsehen. Oh Gott, ist das schlimm. Oh Gott, sind wir hier richtig? Zum See der Wahrheit. Der See der Gefühle. Oh. Ja, ich als Frau möchte da gerne hin. Let's go. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Garados finden. Das war übrigens nur ein Joke. Nanu? Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als früher, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Lucius, gehen wir. Professor, wie fühlt es sich an, nach vielen langen Jahren endlich wieder in Sinnoh zu sein? Nun ja, eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Aha. Entschuldigung, dürfen wir bitte mal durch? Sorry, Leute. Was hatte das denn? Diese zwei. Hä? Maike, los, sehen wir uns das mal an. Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach, was, kein Problem, ey. Wir werden uns nicht lange im hohen Gras aufhalten, damit auch keine wilden Pummern ankommen, ja? Können sie nicht andocken, wenn wir nur ganz kurz einen Millimeter reingehen? Huh? Okay, dann gehen wir halt rein ins Risiko. Meine Mutter hat gesagt, ich traue es nicht. Diesen einen Kumpel, den ich vor irgendwelchen Jahren mal hatte, den traue ich. Ein Koffer? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten ihnen das Ding ja zurückbringen, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. Oh shit, wir waren zu lange drin! Ah, Pokémon! Was jetzt? Vielleicht irgendwas hilfreiches im Koffer? Vielleicht irgendeine Axt? Oh, sieh mal, da liegen Pokebälle. Ja, Pokémon, habe ich auch schon dran gedacht. An Pokémon, nicht irgendwie an Gegenstände, mit denen man fliegende Viecher angreifen kann. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon, dann wird gekämpft. Aber die, die gehören uns doch gar nicht uns. Ja, was willst du jetzt tun? Willst du jetzt aufgefressen werden? Okay, einen Punkt. Was gibt's denn alles? Moment, was? Haben sie die alten Sounds? Entscheidest du dich für das Winzig-Laub-Pokémon Cellast? Okay, eine Pflanzenschildkröte. Schimpansen-Pokémon Panflammen. Ja, halt, Schimpanse. Oder Pinguin-Pokémon Plinfa. Okay, hier ist die Überlegung. Ich habe in jedem einzelnen Durchgang, wo ich Pokémon,
Diamant, Perl, Platin, irgendwas, eins von den drei durchspiele, vor allem spiele ich ja immer Platin, weil Diamant und Perl finde ich jetzt persönlich nicht so gut, deshalb habe ich große Hoffnung auf das Remake, aber auf jeden Fall, immer wenn ich es durchspiele, nehme ich Plinfer. Und dann dachte ich mir, nochmal Plinfer nehmen? Muss nicht sein. Plinfer ist bester Starter, meiner Meinung nach, in dieser Gen, aber nochmal Plinfer muss nicht unbedingt sein, ich nehme immer Plinfer. Probieren wir doch mal was Neues aus. Also haben wir noch Cellast und Panflam übrig. Problem ist nur, ich hätte Panflam genommen, aber ja, der Pokédex ist nicht so wie damals. Das heißt, man kann tatsächlich auch Feuer-Pokémon finden. Es gibt nicht nur Panflam und Galoppon, das waren alle Feuer-Pokémon dieser Gen. Und deshalb dachte ich mir, nehme ich Cellast. Ich mag Cellast sowieso irgendwie mehr als Panflam. Sorry, Bro. Wir nehmen Cellast! Die Entscheidung ist getroffen. Unser erster Kampf gegen ein starrer Lilly. Los, Cellast! Oh, wie glücklich es guckt. Okay. Ich muss ganz viel bewerten hier. Ja, auf jeden Fall schon mal ein positiver Eindruck, dass die Lifebars oben und unten aussehen wie damals. Ich hoffe, sie gehen nicht so langsam runter wie damals. Oh, Attacken sehr, sehr gut. Oh, Tackle und Panzerschutz, ja, ja. Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Nee, die sehen schön aus, wie sie da gestaltet sind. Das meine ich eigentlich. Okay. Tackeln wir es ein bisschen weg. Bam, bam. Zum Glück kannst du keine Flugattacke. Sonst wäre das kritisch gewesen, weil wir können nicht fliegen. Cellast kann leider nicht fliegen, hat keine Flügel, auch wenn oben diese beiden Blättchen so aussehen können, als würden die fliegen können. Nein, können sie nicht. Er kann nicht fliegen, er wird niemand können. Deshalb schnell, bevor es wegfliegt, und da haben wir es. Tja. Wer wird jetzt brutal zerfetzt? Schön. Boah, dein Cellast war einfach spitze. Aber mein Panflam war natürlich auf Längen besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Ja, dass du den Schimpansen genommen hast. Ich meine, so wie du hier regierst, wundert mich nicht. Aber wir hatten ja keine Wahl. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Naja, schon irgendwie komisch und fragwürdig, dass die Pokémon einfach so mitgekämpft haben. Huh? Uff, ihr habt den Koffer gefunden? Der Professor würde an die Decke gehen, wenn er das spitz kriegen würde. Ah, was? Habt ihr zwei einfach die Pokémon eingesetzt? Gestohlen? Oh Mann, wie soll ich das dem Professor erklären? Dieser Koffer gehört dem Professor, also bringe ich ihm den jetzt lieber mal erstmal. Hä? Haben wir die Pokémon wieder reingetan oder behalten wir die? Was soll denn das denn jetzt? Michael, lass uns erstmal von dir verschwinden. Ich habe Angst, die Polizei könnte ja uns finden, weil wir haben Pokémon geklaut. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Sollten wir jetzt nochmal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden, vor allem für mich. Ja, bei mir geht es eigentlich ganz gut. Diese Trap-Remix, ich liebe es. Ich muss es ein bisschen lauter machen. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit in meinem verbracht. Okay. Kann ich mit dir reden, bitte? Wenn ich so mache? Wir hatten vorhin einfach keine andere Wahl, als die Pokémon dieser Leute einzusetzen, nicht wahr? Aber bestimmt wollen sie die Pokémon wieder zurückhaben. Es sind ja immerhin noch ihre. Dabei war das doch das erste Pokémon, mit dem ich je gekämpft habe. Ist das nur ein Soundeffekt? Nein! Wo ist das? Jetzt einfach so. Pff. Was soll das? Oh mein Gott. Das Spiel wurde übrigens nicht von den anderen, Leuten gemacht, die alle anderen Pokémon-Spiele gemacht haben, aka Game Freak, sondern von komplett Randoms. Route 201. Wir werden mal sehen, was die auf die Beine gestellt haben. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns ja so eindringlich an? Lucius hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir mal bitte. Cellast und Panflam. Ja, Plinfer ist der beste Starter davon, aber... Dann kann Lucius den Alter haben, keine Ahnung. Ja, gute Idee. So ist das also, ja. Lucius, ich gehe jetzt zurück ins Labor. Hä? Einfach so? Jawohl,
Professor, warten Sie auf mich! Schaut am besten später mal bei uns beim Labor vorbei. Bis dann! Ja, komm, hau ab. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seine Pummel zurückhaben? Was soll's? Komm, Maike, lass uns nach Hause gehen. Was gibt es denn, mein Schatz? Oh, Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Patrick seid wohlauf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus Sandgem. Oder Sandgemme, nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, du solltest ihm in Sandgemme einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als diese Pokémon zu klauen. Sorry, Mom, ich musste. Dieser eine Kumpel von Jahren, der hat mich gezwungen. Ach, mach dir keine Sorgen. Er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach, übrigens, ich hab noch was für dich. Hier, Maike, zieh die mal an. Turbo-Treter. Schön. Der Weg nach Sandgemme ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbo-Tretern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor, also spitz die Ohren auf. Beweg den Sticker, dann kannst du dich bewegen und dann kannst du schnell rennen mit einem Knopf und ja, das war's eigentlich so ziemlich cool, oder? Ja, die findet man eigentlich in jedem Deichmann. Aber naja, gut. Jetzt können wir rennen. Warte, was? Wir rennen automatisch? Ah, also man kann entweder mit dem Stick einfach immer rennen. Oder, wenn man mit Steuerkreuz spielt, so wie damals, aber das finde ich irgendwie ein bisschen cursed, weil die so rumteleportieren, einfach B gedrückt halten. Und dann rennen sie. Das ist ziemlich cool. Gucken wir uns doch mal ganz kurz unser Cellast an. Oh, die Grafik ist so schön. Verdammt, Alter. Warum habe ich mir damals Schild gekauft? Apropos gekauft. Dieses Spiel hat keine 60 Euro gekostet, sondern 50 tatsächlich. Also, ich habe es auch damals schon gemerkt, bei Pokémon Schild, das hat auch nur 50 gekostet. Okay, die Farben. Im Vergleich, das Spiel kam damals für 40 Euro, meine ich, raus. Also, das kostet halt 50, wie man will. Ich glaube, im eShop kostet es aber immer noch 60. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber könnt ihr halten, was ihr wollt. Ich bin trotzdem froh, dass ich keine 60 ausgegeben habe, sondern 50. So wie von vor 2 Jahren oder wann auch immer Schild rauskam. Schild war kein gutes Spiel, aber egal. Oh, Random Encounters, okay. Das wusste ich nicht. Die Pokémon sind wieder random. Kann man halten, was man will. Mir ist eigentlich ziemlich schnuppe. Und warum ist es jetzt irgendwie so... sonst ein Dämmerlicht? Da haben wir den Biber. Den Justin. Müssen wir schnell hier wegkriegen. Autsch. Der nagert uns weg. Aber ich tackle dich. Ha! Also mein erster Eindruck zum Soundtrack, er ist ganz okay. Nicht besser, aber ganz okay. Kann man sich anhören. Besser ist aber immer noch nicht. Denn der Sound von war einfach beste. Und ja. Wow, die Kämpfe sind wirklich super schnell. Ich erwarte eigentlich immer so ein... ja, keine Ahnung. Effekte, bevor es losgeht. Aber ich werde sofort in diesen... diesen Grasbüschel-Effekt reingeschmissen. Komisch. Ich weiß nicht, was man halten soll. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn du so gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nichts wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihnen aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Da hat er natürlich recht. Tipps für Trainer! Nur keine Schüchternheit. Sprich alle Leute an, die du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und Ratschläge. Okay. Danke, dass er mich dafür anspornt, in random Häuser reinzustürmen und die Leute anzusprechen. Danke. Das werde ich tun. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémon verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Da hat sie recht. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Fallen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Sinken die KP eines Pokémon, solltest du es daher mit einem Trank heilen. Hier, diese Tränke schenke ich dir. Eine Gratisprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch, oder?
Was, die porten sich da einfach rein? Habe ich keine Hände? Naja, egal. Nehme ich mit. Hier Sandkämme. Oh. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zwerberdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist halt so. Ja, okay. Na gut. Sandkämme. Angekommen. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit. Der Professor wartet bereits. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal reingehen. Boah! Rums! Was zum... Ach, du bist es, Maike. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keine, aber das steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald! Boah, die Animationen sind irgendwie komisch. Passen überhaupt nicht zur Grafik. Wow, was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. War da gerade ein Speedrun? Ach, wie dem auch sei. Gehen wir mal rein. Okidoki. Da bist du ja endlich. Maike war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du da an dich genommen hast. Da stehen, ja. Interessant. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein, tatsächlich. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Shellos einfach. Da hast du die gehört. Kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du es tun? Was? Oh Gott, warum keine coolen Screens mehr? Warum nicht? Ach man, das ist so lächerlich. Jetzt haben wir diese ganz normale Switch-Tastatur. Ach man, damals war das so viel besser, mit diesem Screen, wo du dich benennen konntest. Da war so schön farbig und da war alles schön designt. Und hier ist einfach nur alles schwarz mit weißem Text und das ist langweilig. Nein! Bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Ja. Dein Freund Patrick hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Shellos anvertrauen, verstehst du? Also du hast nur doch jemanden gesucht, den du dir verschenken kannst und ich habe sie nicht geklaut, sondern ausgeliehen. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Okay. Dann muss ich gleich meine Mutter mal erzählen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Mann, bin ich erleichtert, dass du so ein netter Pokémon bist. Wenn dem nicht so wäre... Nein, das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Oh, okay. Kommen wir jetzt aber mal zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Albe. Nicht wie der Baum. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mithilfe des Pokédex Staaten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Sinnoh ist, by the way, der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Bist du damit einverstanden? Nee, sorry, alter Mann, ich habe keinen Bock, irgendwie dein Lexikon aufzufüllen oder sowas. Ich kann dich schon lange schweigend stehen. Glaub mir, ich bin ein sehr gutwilliger Mensch. Ich frage dich also nochmal. Kannst du es machen? Ja, also... Du hast mir das Pokémon geschenkt. Ich schätze, das ist okay, wenn ich irgendein blödes Lexikon oder so vollfülle. Wie schwer wird das schon? Die Antwort gefällt mir. Ja, du hast mich ja dazu gedrängt. Ach ja, komm. Gib mir den Pokédex, was auch immer. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Hey, ich habe auch so einen Pokédex, so wie du. Naja, er sagt zwar, er ist Hightech, aber die Dinger sind noch von vor 10 Jahren. Also, die sind irgendwie lame. Selbst meine Armbanduhr kann viel mehr. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Maike, dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Ich helfe dem Professor übrigens ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Du und ich,
Wir haben also gewissermaßen das gleiche Ziel vor Augen. Ich werde dir später auch noch das ein oder andere erklären. Okay, komischer Typ. Ja gut, dann ist das wohl so, ja. Warte, was? Du schläfst nicht auf dem Schreibtisch? Du hast ein eigenes Zimmer? Mit Kartons? Aha. Randvoll mit Süßigkeiten, naja. Ja, was ist denn da drauf? Der Bildschirm ist übersät von verkopften Fachbegriffen und wissenschaftlichen Texten. Ja, okay, juckt mich nicht. Was ist denn hier? Hier reiht sich ein Pokémon-Buch an, das nächste. Okay. Na dann. Ich bin der Vater von Lucius und ich schütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr von Professor Alper erhalten habt. Ich bin mir sicher, wir können uns auf euch verlassen. Ja, okay. Leute, die sind sogar zum Teil größer als ich. Oder? Doch, oder? Professor Alper hat zusammen mit einem Professor aus Kanto einen neuen Podex entwickelt. Neu? Naja, per Woll gewaschen eher. Aber gut. Da war der auch schon. Hey, Maike, ich möchte dir ein paar Dinge erklären. Folg mir bitte. Das ist ein Pokémon Center, erkennt man am rotem Dach. Hier kannst du heilen und tauschen und yeah! Und hier kannst du alles kaufen, was dein Herz belebt. Drogen, Kokain. Naja, okay, das vielleicht jetzt nicht, das gibt's hinter dem Markt, aber im Markt selbst gibt's Tränke und Pokebälle und alles eigentlich. Naja, gut. Im Laufe der Zeit kriegen die bestimmt mehr, weil die geben uns Loops noch nicht so gute Sachen. Ach, da fällt mir ein! Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Alper bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen, da solltest du nicht einfach nur wortlos verschwinden. Lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon Center heilen. So reißt es dich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los, Bruder. Mach's gut. Schwester, sorry. Ja, dann hau ab. Tschüss. Und ja, Leute. Das ist der erste Eindruck zu strahlender Diamant und besser gesagt zu leuchtende Perle. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Spiel sieht nicht unbedingt schlecht aus, aber ich habe das Gefühl, die haben vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Shadern. Aber die Musik ist echt nett. Die ist nett. Und dann würde ich sagen, wenn wir beim nächsten Mal uns weiter erkunden. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.